Mahlzeit. Ja, hier ist wieder der Excel mit einem ganz besonderen Thema. Ich weiß, meine Haare sind sehr fettig. Ich bin noch nackt oben rum. Ich bin gerade eben erst aufgestanden und habe mich an den PC gesetzt, um zu gucken, was die Leute wieder hochgeladen haben von gestern. Und es war sehr aufklärend. Da ist mir ein Video aufgefallen. Ich werde jetzt nicht seinen Namen nennen, weil ich ihm halt gar keine Aufmerksamkeit gönne. Ja, weil das ist einfach nur eine irrelevante Person, die richtigen Hass auf mich schiebt. Also wirklich, ich kenne keine Person auf YouTube, die mir sowas von nichts gönnt wie er. Also gar keine Person. Null. Ja? Keine Person gönnt mir so wenig wie er. Ja, und es ist halt immer wieder ein Erlebnis, seine Videos zu sehen, wie er sich da aufregt, wie er da sitzt mit seinem kleinen Schamhaarbart. Ja, der Excel ist ein Bastard, der Excel ist ein Hurensohn, ja, der Excel ist das und das, ja. Und ja, das kotzt mich alles an, dass die Leute das gucken. Ja. Das ist zu krass, ne? Und er hat heute wieder ein Video rausgehauen, wo er halt öffentlich so, als ob ihm das scheißegal ist, ob sein Kanal komplett gelöscht wird, weißt du? Weil, keine Ahnung, Mann. Als ob ihm das einfach scheißegal ist, meint er so die letzten 10 Sekunden vom Video: Ja, ich wollte euch nur sagen, dass Excel ein Video wegstrikender Hurensohn ist. Und dann denke ich mir so: Junge, weißt du, was heißt denn Video wegstriken? Wenn man mich hart beleidigt und in seinem Thumbnail mein Bild drin hat und oben drüber steht, Excel ist ein Bastard, ja, dann ist das für mich keine Kritik. Dann ist das für mich auch kein Highlight hochladen. Dann ist das für mich kein Clip hochladen. Dann ist das für mich halt nur eine sinnlose, schlumpfe Beleidigung. Ja. Die Leute, die Sachen von mir hochladen, so manchmal irgendwelche Highlights, wie ich mein Shirt zerreiße, wie ich irgendwie, keine Ahnung, torkelnd hier umfalle oder sowas, ja, das ist lustig. Ich habe noch nie ein Video striken lassen, wenn das wirklich nur irgendwie Kritik war, wenn das Kritik über mich war, noch nie. Ich habe noch nie ein Video striken lassen, wenn da mein Content drin war, noch nie. Die Leute laden von mir, die Leute te laden teilweise ja sogar 1:1 meine Videos und meine ganzen Streams hoch. Da hat letztens einer 4,5 Stunden Stream hochgeladen. Ja, mir ist das doch egal. Mir ist das doch egal. Sollen die Leute sich halt mal ein paar Klicks gönnen oder sowas, ja? Oder wenn die das geil finden, dann können die das auch verbreiten. Das ist doch völlig egal. Das juckt mich doch nicht. Ich mach doch da gar kein Auge drauf. Aber wenn dann so jemand kommt, der wirklich nur stumpfsinnig beleidigt, dann sehe ich das nicht ein. Dann wird das einfach weggestrikt. Wenn ich das sehe, wird das halt einfach weggestrikt. Und ich finde einfach, das ist eine bodenlose Frechheit. Ich werde seinen Namen nicht erwähnen. Ich, keine Ahnung, ich werde ihn jetzt hier auch nicht einblenden. Das hat er nicht verdient. Das Einzige, was er verdient hat, sind wahrscheinlich ein paar Hero-Nadeln vom Spielplatz und zwei, drei Krombacher Flaschen, ja. Also leer natürlich. Ne? Die 8 Cent gönne ich ihm auf jeden Fall. Nee, das. Keine Ahnung, er lädt da einfach ein Video nach dem anderen lädt er hoch, wo er mich beleidigt und wundert sich dann darüber, dass ich das wegstriken lasse. Meint dann noch so, oh, Excel ist kein Ehrenmann, er strikt Videos weg. Also sorry, aber wenn dich jemand öffentlich als Bastard und Hurensohn bezeichnet, dann würdest du das doch auch wegstriken lassen, oder? Ich meine, du sagst jetzt wahrscheinlich nein, weil du dich im Recht fühlst, ne? Weil du mich komplett hasst. Du hasst mich komplett. Deine Meinung ist komplett von einer Seite, weil, ne? Das ist keine neutrale Meinung. Du analysierst nicht, ja? Du hasst mich und deswegen ist deine Meinung über mich auch so hasserfüllt. Ja, und entweder spricht der Neid, ja, das kann ich mir gut vorstellen, oder du, keine Ahnung, du gönnst mir halt einfach nichts. Aber wie gesagt, ne, gönn dir diesen Strike. Wer mit Steinen schmeißt, ja, halt, wie war das? Genau. Wer mit Steinen schmeißt, braucht sich nicht wundern, wenn Excel seine 10-Kilo-Faust dir in den After schiebt. So heißt das Sprichwort, glaube ich, ne? Ja, jetzt habe ich hier den Noah vom Netzwerk. Noah, du kannst ja mal kurz erzählen, warum wir das weggestrikt haben, ne? Ich meine, ich habe dir ja den Videolink geschickt. Und vielleicht kannst du es noch mal kurz erklären für die Leute, die das da draußen nicht verstehen, wie das abläuft. Ja, genau. Dieser YouTuber hat das Material von Excel benutzt, also das Foto, und hat auch einfach nur beleidigt. Und da hat uns Excel gebeten, das Video deaktivieren zu lassen. Da hat er jetzt für einen Strike bekommen, der 3 Monate später wieder abläuft. Und das Video wurde auch deaktiviert. Ja, und was sagst du jetzt zum neuen Video? Ich meine, das Ende hätte ja nicht sein müssen. Ja, ist wieder stumpfe Beleidigung, und der versucht, die Tatsachen einfach nur zu umgehen. Ja. Na gut, dann bedanke ich mich bei dir, ne? Und Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Ich küsse eure Schmeckmeicheln. Ne? Ihr wisst Bescheid, es wird jetzt wieder warm draußen, ja?
Das ist auf einer Seite ist das gut, weil die ganzen schönen Frauen wieder mit kurzen Sachen rumlaufen. Auf der anderen Seite ist das natürlich nicht so geil. Gerade wenn du im Plattenbau wohnst, wo es die ein oder andere zahnlose Übergewichtige gibt, da sieht man schon mal manche Arterie oder Schlagader, ja. Weißt du, so richtige Krampfadern, ja. Ah! Auf jeden Fall, macht's gut, haut rein, euer Excel.